Es sind die Rituale des Sommers, lange Fernsehinterviews bei ZDF und ARD, heute mit der Grünen-Vorsitzenden und dem CSU-Chef. Und natürlich ging es unter anderem mal wieder um die Flüchtlingspolitik. Nicht überraschend, es gibt große Unterschiede. Nach wie vor bleiben die Grünen dabei, dass sie eine Rückführung in die Maghreb-Staaten, nach Tunesien, Algerien, Marokko ablehnen, da es dort keine Verfolgungsfreiheit gäbe. Wenn man sich die Lageberichte dieser Länder anschaut, dann muss man sagen, das existiert so nicht. Da gibt es nicht Verfolgungsfreiheit für Homosexuelle, für Journalisten. In Algerien ist es so, dass Menschenrechtsorganisationen noch nicht mal ins Land reinkommen können. Diese Länder, die sind nicht sicher. Eine Einigung beim Thema sichere Herkunftsländer wird es wohl so schnell nicht geben. Innenminister Seehofer hofft, dass es zumindest mit Italien und Griechenland bald Abkommen geben wird, dass diese Länder Flüchtlinge zurücknehmen, die bei ihnen schon einen Asylantrag gestellt haben. Diese Gespräche laufen in einem guten Klima. Ich hoffe, dass wir nächste Woche, ist die erste richtige Augustwoche, Klarheit bekommen, ob es klappt. Gleichzeitig pocht Seehofer darauf, dass die Bundesländer endlich die umstrittenen Ankerzentren aufbauen. Bisher machen nur Bayern, Sachsen und eventuell das Saarland mit. Die Parteivorsitzenden von CDU und SPD müssen dafür sorgen, dass das, was sie unterschrieben haben, was sie als Koalitionspartner mit der CSU vereinbart haben, auch in den anderen Bundesländern umgesetzt wird. Neue Drohungen des CSU-Chefs, nur vage Aussichten auf Migrationsabkommen, heftige Kritik von AfD und FDP. Ich will gerne abwarten, ob er noch Verträge hinbekommt mit anderen Staaten, die er jetzt verhandeln muss. Ich glaube nicht. Das sieht man ja schon an der Haltung Italiens. Und dann muss man die deutschen Grenzen schließen für Flüchtlinge. Was die Abkommen angeht, da bleibt es immer noch sehr unkonkret, als auch vieles andere. Und wir wollen, dass es hier Lösungen gibt, dass es greifbare, wenigstens Zwischenergebnisse mal gibt. Wir wollen, dass wir das Thema Migration rechtssicher und human gleichermaßen regeln. Doch so, wie es derzeit aussieht, sind konkrete Ergebnisse nicht so schnell zu erwarten. Die Flüchtlinge werden weiter versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen.